allerbeste Freund aus dem Kindergarten ist ungefähr der netteste Mensch, den ich kenne. Braut oder Bräutigam? Ich hab einen Bräutigam in die Jungfahrt. Ich muss da morgen hin, ihm in die Augen gucken und ihn fragen, ob er das sich wirklich antun will. An seinem Hochzeitstag, das ist ein bisschen spät vielleicht. Ich hab grad geheiratet. Im anderen Universum ist anders. Es gibt Millionen von Universen. Ich habe das Gefühl, ich habe das hier alles schon mal gesehen, erlebt, gesehen. Schon wach? Ich bin auf einer Hochzeit und jetzt weiß ich, dass ich schon mal hier war. Das ist mein guter Freund Anton. Okay, dann pass auf dich auf. Auch mal hier, guter Freund. Sollen wir dann doch jetzt einfach gehen? Es ist ja gerade, ich kann hier nicht raus. Ich muss hier irgendwas machen. Ich... Mann! Hey, ich dachte, du bist auf der Hochzeit. Ja, warte nicht. Ich mache mir heute einen schönen Tag mit mir selbst. Und ich möchte jetzt wieder schlafen und lege dann. Du weißt nichts von gestern. Oder vorgestern. Ja, du hast gerade eine ganz, ganz böse Scheiße gedacht. Nein. Doch. Ich habe mit meinem Mitbewohner geschlafen. Nicht nur einmal, sondern immer, immer wieder. Und magst du ihn? Ich weiß nicht, schon sehr. Ich bitte dich, die Hochzeit jetzt sofort zu verlassen und nie wiederzukommen. Sag einfach die Wahrheit. Sasi, lass sie heiraten, das ist ihre Entscheidung. Nein! Was ist die Nummer mit dir? Also! Ist er tot? Kannst du mir bitte sagen, was ich machen soll? Nichts. Einfach lächeln.